Glück auf. Ja, es freut mich sehr. Es war immer ein Traum für mich, für diesen Verein zu spielen. Jetzt ist es Realität geworden. Ja, es fühlt sich einfach großartig an und freue mich einfach auf das erste Spiel. Ich glaube, ich bin, seit ich 8 Jahre alt bin oder 9 Jahre alt bin, bin ich Schalke-Fan. Das war, glaube ich, so zu der Korani-Zeit. Ja, seitdem bin ich Schalker durch und durch. Ich kann mich an das Spiel gegen Inter Mailand erinnern, wo Edu 2 Tore gemacht hat. Ja, das ist so, so ein Moment, wo ich mich gern zurückerinnere. Ja, klar, habe ich mich informiert bei den beiden, da auch Schalke ein Thema war bei uns. Sie haben nur Gutes erzählt über den Verein, das weiß ich ja eh schon. Und dann über die Mannschaft haben sie einfach nur Gutes erzählt und ja, ich freue mich einfach darauf. Jetzt bei der Nationalmannschaft habe ich mich vielleicht mit ein, zwei Mannschaftskollegen habe ich mich da habe ich herzhaft gelacht, weil die Zeit sehr lustig war und ich auch ja, mit dem gut klarkomme und deswegen lache ich allgemein sehr viel. Mein Morgenritual ist, dass ich ja, früh aufstehe, dann zuerst mein Handy zücke, wer mir alles geschrieben hat und dann ja, meine Zähne putzen gehe und dann frühstücke. Gesunde Sachen, da ich auf Ernährung achte und sonst kann viel. Meine Freundin kauft immer sehr viel ein, da sie auch für mich sehr viel kocht. Auf jeden Fall so Fleisch oder Nudeln, da das ja auch zum Alltag dazugehört. Ich nehme sehr viel mit. Ich habe eine super Mannschaft vorgefunden, die sich um mich gekümmert hat am Anfang, da ich ja noch aus der Jugend kam. Und das weiß ich einfach sehr zu schätzen. Deswegen konnte ich mich da auch 2 Jahre komplett wohlfühlen. Und natürlich auch die super Fans, die, wo es auch lief, uns super unterstützt haben und ich einfach auch ja, die Zeit einfach genossen habe. Und das, da erinnere ich mich einfach gerne zurück. Ich hoffe es. Ich wünsche es einfach der Mannschaft, den Trainerstaff, da sie einfach hart arbeitet. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn man Nürnberg nächstes Jahr in der ersten Liga sieht. Ja, ich habe ihm gleich gesagt, dass er meinen größten Respekt hat, so ein Tor zu schießen, da das nicht jeder schafft. Und deswegen ist es auch nicht unverdient, dass er zur Wahl zum Tor des Monats steht. Jetzt, diese Saison gegen Sandhausen, mit links habe ich einen Winkel gehauen. Da ich auch manchmal mit links nicht so gut schießen kann, war es sehr überraschend, aber auch ein sehr schönes Tor, was mich sehr gefreut hat. Ja, man muss ehrlich sagen, es wäre schon ein Problem, da ich ja, schon Instagram, jetzt auch Twitter neu, WhatsApp und Snapchat sehr gerne benutze, da auch mit Leuten sehr gern kommuniziere. Deswegen wäre das schon ein Problem. Will ich nicht verraten. Das Erste, wo ich nach Hause komme, ist erstmal auf die Couch legen, mich ausruhen, da ich immer von Trainingseinheiten sehr kaputt bin oder auch allgemein, wenn ich mit Leuten in der Stadt bin. Da ist, glaube ich, der erste Ansprechpartner meine Couch und bin auch froh drüber. Bei 30 Grad.